herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Cave. Wir sind hier, werden wir schon weggestoßen von Epi, der mal wieder am Rumzappeln ist. Nein. Hier mit unserer Schaukel, mit der wir immer noch nicht genau wissen, was wir mit der machen sollen. Aber wir würden gerne diesen Alien hier neben uns eins überbranden. Ich wechsle aber mal. Ich hatte doch gesagt, dass das aussieht wie ein Bock hier. Ja, guck mal da. Wie kann man denn zuschauen? Oh, da ist Gold. Nimm das Gold mit. Warte, jetzt Glas nicht. Doch, die hat er. Aber er hat jetzt, jetzt hat er sie nicht mehr. Jetzt. Was war das jetzt? Lass uns erstmal hier gucken, bevor wir weiter. Ah, ein Secret. Ach, ein. Guck mal, ein Bär. Ein Bär ist mein Hillbilly-Bär. Jahre später. Ein Job auf dem Jahrmarkt. Okay. Hm. Die lacht aber nicht den Hillbilly aus, die lacht hier den Kleinen aus, weil er da nicht durch darf, ne? Ich geh jetzt hier durch. Ja, oder so, ne? Okay, wir kommen nicht drüber, aber wir können hier drunter laufen, das ist auch schon mal gut. Nein! Scheiße! Da komm ich da nicht mal hoch. Nee. Ja, geil. Wir haben mal lieber erst links rumgelaufen. Ja, also, vielleicht kommen wir da auch hinterher. Ja, weil ich gucke wollte, was... Nein, der Hillbilly kommt auch mit. Was ist das jetzt für ein Scheiß? Geh weg, Hillbilly! Vielleicht kommen wir noch mal hoch. Warte mal. Okay, nicht. Ja, ich wollte mal eben gucken, was das hier ist. Ein Friedhof. Okay. Ich glaube, ich werde nie wieder zurückkommen. Geht's hier nur noch? Oh, ah! Ah, was ist das? Zwei Särge. Hallo? Was machst du denn da? Ja, aber das leuchtet doch so komisch. Ich kann das nicht nehmen. Was soll denn das? Kann das sein, dass man erst was erfüllt haben muss noch? Dass man nicht immer... Glaub ich nicht. Hi. Weg den mal. Hab ich dem auch nicht. Also da ist ein Wachhund schon mal. Warum erkläre ich dir das eigentlich? Ich habe zu viel TikTok gespielt, glaube ich. Ja. TikTok. Und da ist ein Schloss. Ja, verschlossene Tür. Und lauter Hebel. Um die Tür zu schließen, oder wie? Hä? Nee, um die zu öffnen, um die aufzumachen. Ja, aber die ist doch offen hier. Nein, die ist nicht offen. Hier, die meine ich. Ach so, die. Ach so. Du, weil dafür braucht man doch ein Schloss, so wie das aussieht. Ja. Okay. Was haben wir denn hier alles? Jetzt bin ich unter dem Hund. Oh, scheiße. In der Kanalisation, aha. Okay. Toll. Das bringt uns jetzt hoch. Kann man hoch? Die Tür ist auch verschlossen. Ja, er hat gesagt, die ist verschlossen. Da ist ein Hebel. Das sind mehrere Hebel. Drei. Aber das ist auch wieder. Aber warte mal, aber hier geht die Höhlentour. Hä? Das ist immer komisch hier. Geht sich das eklig? No doubt you have realized by now that here in the cave, the rules of time and space are not exactly, well, set in stone, so to speak. But for the time traveler, time and space are mere playthings. Tools manipulated to pay back petty slights. So, prepare yourselves for a tale of revenge that spans a million years. And remember, even with the best of intentions, time travel can be unpredictable. And with the worst of intentions, well, I guess we're about to see. Oh, I'm sorry, I was just trying to scare you. Da kannst du nicht durch, ne? Nein. Vor allem schalte endlich auf dich um, weil sonst sehe ich hier nichts. Aber hier kann ich hier was machen. Ja, was ist das mit dem ganzen Teil da drüber? Ich kann eine Zeitmaschine machen. Du kannst eine machen oder du kannst sie betätigen. Ach, da fehlt eine Sicherung.
Ich geh mal nach hier. Das sind ja Abgründe wie bei Marty McFly. Aber du kannst, ihr könnt ja nicht hier hochkommen. Also das muss ich jetzt alleine machen oder was? Möchtest du die Zeitreisen spielen? Weil du bist ja eigentlich. Ich bin jetzt im Spielen. Ich kann dann in Ruhe meinen Tee nebenbei trinken und die Sachen kommentieren und vorlesen. Ein schlechter Sieg. Das steht Sieger, das nicht Sieg. Sieger, ja. Ich war so abgelenkt von dem komischen Kauz da oben und. Ich dachte vom Tee. Nee, den habe ich jetzt noch nicht getrunken. Ja, verstehe ich jetzt die Aussage nicht ganz, aber egal. Warte mal. Ja, ja, aber warte. Beziehungsweise ziehen. Da oben ist eine Sicherung. Dann muss ich ja meinen Eimer hier stehen lassen. Ist nicht schlimm. Wasser gibt es auch in der Zukunft, Schatz. Aha, was sagst du? Ich meine, gut, wer weiß, was die Politiker sich noch alles einfallen lassen. Da können wir nicht sicher sein. Vielleicht naja, jetzt, irgendwie in 100 Jahren künstliches Wasser, so synthetisch. Jetzt haben sie erst mal beschlossen, dass die Masken, wenn du eine Maske nicht auf was 50 Euro bezahlen muss. Das war vorher auch schon, nur dass das. Jetzt ist es beschlossen, das Gesetz. Das war vorher aber auch schon so niedergeschrieben und auch schon beschlossen. Nur dass sie das nicht auch durchsetzen können, wenn du die Räume bzw. die Gegenden betrittst, die du jetzt betrittst. Weil die waren vorher ohne Maskenpflicht. Du sollst sie eigentlich da rein tun. Ja, warum macht er die nicht da rein? Macht doch mal was hier, ja. Kann ich euch vielleicht da, dann holen mit der Zeitmaschine? Ja, das zurück. Muss ich wissen, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Zurück in die Zukunft. Ja, aber ich sehe keinen DeLorean. Ja, den habe ich woanders. Den habe ich geparkt. Ich habe noch kein Geld dafür und ich komme auch nicht mehr in Crew 2. Doch, rein, Geld, also. Geld hast du noch, aber du kommst nicht mehr rein. Behold, Science! Kann sein, dass du dich gleich in Mikropartikel auflöst, wenn du da durchgehst. Ach nein, du musst da durch. Das ist ja ein ganz anderer Raum. Ein nasebohrender Zukunftsraum. I thought we fired you. Still sorry about getting passed over for greatest employee of all time. I'm sure you saw my commemorative photo on the way in. Don't feel bad. My family has been working here for generations. I take that back. Do feel bad. Oh mein Gott, sei vorsichtig mit deinen Schritten rechts und links. Well, personality must not be a big hiring point here. Ich habe das Wort vergessen, was man mit dem Essen macht, damit es über Jahre weghält. Don't touch any of the exhibits. Ich habe die ganze Zeit simuliert im Kopf, deswegen kann ich es jetzt nicht mehr sagen. Guck mal, ey. Ich wollte aber erst runter. Ja, aber da unten scheint es ja weiterzugehen. Deswegen guck du erstmal hier oben. Was ist das denn? Eine Sprechanlage. Das ist schön, kannst du sprechen. This exhibit features the ancient combustion engine, or as it was commonly known at the time, the Dino Hibernator. In the early 21st century, humans used these primitive engines to power everything from toothbrushes to toasters. Even elevators. Ancient man's addictions to toast and teeth brushing quickly exhausted the world's oil supply. Once the precious substance was finally depleted, ancient man was forced to find more advanced sources of power. Research that led directly to the modern hover boot design. It also set the stage for the bad oral hygiene fashion craze we still see to this day. Okay. Also hier geht's auch runter. Aufzug konntest du jetzt nicht fahren, oder? Nee, ich muss Öl haben. Ich muss Öl einfüllen. In den Aufzug? Nein, da ist doch nur ein Öleinfüllstutzen gewesen. Soll ich nochmal zeigen? Ich war den Text am Lesen. Weil du da irgendwie also hier ist der Öleinlauf des Motors. Ja, und aber ich das muss hat doch nichts mit dem Aufzug zu tun. Ja, aber deshalb kann ich ihn nicht betätigen. Der ist doch nicht an der Maschine angeschlossen. Anscheinend schon, dass die Maschine, da oben ist doch was abgebildet. Doch, die Maschine treibt das an. Toaster anschließen, steht da. Toaster, ja, Toaster kannst du auch anschließen. Und den,
Aber mit dem Aufzug komme ich da oben hin, aber ich guck mal erstmal hier unten. Hier sind ja auch... Ach, immer kommt diese blöde Fratze da. Oh, ein Schlüssel. Vielleicht kann ich euch reinlassen. Oh! No touching the exhibit. Okay. Geh erstmal nach rechts, würde ich sagen. Das ist ja wie Edna und Harvey haben schon mal gespielt. Da war das auch so ähnlich. Top archaeologists believe they were commonly used as some kind of head accessory from the 1940s to the late 2100s. They came in several styles and colors to project the mood of the wearer. Upon entering a social setting, each person would assess the crowd by the types of ring fusts they were wearing. It is thought that World War I was started when Sir Winston wore a particularly inappropriate ring fust at a cocktail party with the American President Franklin D. Bon Jovi. Bon Jovi. Alles klar. Vor allem Franklin D. Bon Jovi. Aber guck mal, was fällt dir an diesem Raum hier auf? Dass du schlank sein müsstest wie sonst was? Nee. Würdest du da durchfallen? Ich glaube eher, dass du da Wasser oder irgendwas durchkippen musst. Also das würde auch den hä? Ja, irgendeine Flüssigkeit da rein, weil das könntest du ja runterschütten hier, ne? Oder kannst aber du da eine Stange Dynamit reinwerfen? Das unten, das sieht so gebröckelt aus irgendwie. Also gut, vielleicht reicht doch Wasser, wenn du wirklich Druck hättest, aber kannst du den Druck kriegen durch so eine schmale Spalte? Ich bin mir nicht sicher. Ja, kommt aber an was, vielleicht ist ja auch kein Wasser, was du da reinkippst. Aber das würde den Eimer auch erklären, das ist so ein bisschen so das Zeichen dafür. Oder der hat ja auch so einen Haken, vielleicht brauchst du noch ein anderes Werkzeug. Auf jeden Fall, hier kommen so nicht weiter. Kann ich eigentlich hier unten, ohne den Schlüssel zu nehmen, da durchgehen? Ja, wahrscheinlich. Anscheinend schon. Sprechanlage? Archaeologists have yet to determine the original use of the Smurg. Thousands of these strange artifacts have been recovered at ancient dig sites around the world. People living in long gone eras often carried several in their pockets at all times, leading some experts to attribute to the Smurg a religious or mythological significance. Other historians dismiss this reasoning, claiming a more mundane use by teenage boys to twirl and braid their hair. We may never know the true use of the Smurg. What do you think it did? Was ich aber eigentlich eben sagen wollte, die Sache mit dem Schlüssel bei Edna und Harvey, beziehungsweise Edna bricht aus, war das. Das hatte ich ja auch komplett Let's Played. Und da war eine Folge, wo du, also du suchst im Endeffekt während des ganzen, also fast ganzen Let's Plays, suchst du einen Schlüssel, um aus dieser Irrenanstalt auszubrechen. Okay. Und irgendwo kommt diese Szene, du findest den Schlüssel, das ist der Originalschlüssel, glaube ich noch. Und sie sagt dann ganz cool, ja, das wäre ja jetzt zu einfach, wenn ich den Schlüssel ja einfach nehmen würde. Ich sollte erstmal eine Kopie erstellen oder sowas. Ja, super. Also du darfst ihn nicht nehmen, weißt du, er ist vor deiner Nase und du darfst ihn nicht nehmen. Boah, das hat mich so angekotzt. Hey Kids, smell like a real live dinosaur with our newest interactive exhibit experience. Dinosaurs existed over 10,000 years ago. When they roamed the world's highest mountain peaks in search of fruits and berries. Dinosaurs were social animals that lived in groups governed by a rigid organizational structure. An alpha dinosaur was the lord of his tribe, leading foraging trips and assigning tasks. Fun fact, dinosaurs required no sleep and had to keep in nearly constant motion to survive, much like the Amazon forest-dwelling penguin. Also ich glaube, hier sollte ich nicht drauf drücken, oder? Drück mal. Oh. Ja, geil. Now you smell like a stinky old dinosaur. Ja, toll. Aber das lenkt dich nicht von den Strahlen ab, oder? Nee. Ich würde normalerweise sagen, kannst du mal ausprobieren, aber vielleicht musst du auch woanders damit. Achso, hier kommst du nicht. Ja, aber es warte mal, warte mal. Geh mal runter. Links, links. Wie links? Guck mal nach unten links in die Ecke, da ist ein UFO. Ja. Und oben sind irgendwelche Dinosaurierreste oder sowas, aber das UFO ist cool. Also ich könnte auch nach links gehen, da war ich noch nicht hier. Ah, ach so. Oder?
des Hillbillys erste Liebe. Eine Hupfdohle. Wow. Ist aber scharf. Aber nicht so scharf wie du. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nee. Gerade noch so gerettet, Kleiner. Was wollte ich jetzt sagen? Aber das hat ja auch. Hängt das jetzt damit zusammen, dass du jetzt am Riechen bist, dass du das nehmen konntest? Probier trotzdem mal aus, vielleicht. Okay. Ich wollte dich nur nochmal sehen. Nein, aber ich habe echt gedacht, das könnte vielleicht funktionieren. Aber ich stink immer noch. Hier war ja nichts mehr. Das ne? ist gut. Also nicht, dass du stinkst, sondern. So, und da hinten kam ich nirgendwo hin hier, ne? Nee, du musst wieder nach oben. Hier ist ja sonst nichts mehr, ne? Also ich gehe mal wieder zurück und irgendwie, weißt du, irgendwie muss ich dich ja auch da reinkriegen. Also die anderen jetzt eigentlich. Das kann ja nicht sein, dass ihr gar nichts macht. Das ist nicht möglich. Achso, da war ich. Oder brauche ich das vielleicht? Nee, das brauche ich da auch nicht. Also ich brauchte. Achso, hier war noch ein Weg, wo ich runter konnte. Ich gehe nochmal. Du musst aber auch noch darauf achten, dass du eventuell irgendwie Wasser da runterlassen kannst, ne? Mhm. Das ist ja ein toller Weg hier. Hier kann man ja viel machen. Warte mal, kann ich denn irgendwas machen vielleicht? Warte mal. Was sind das da? Ach, das sind die Haare. Aber vielleicht muss ich zu dem hier und den vollstinken mit meinem Smelly Dino. Ja, aber der denkt ja sowieso, dass du stinken bist, etwas besser. Not you. Nee. Kann ich hier irgendwas machen? Also erstmal die Frage, warst du jetzt schon überall? Ja, auf der rechten Seite schon. Nur hier oben war ich noch nicht. Ich wollte gerade sagen, weil du bist doch irgendwo noch nicht hochgegangen. Oh, scheiße. Wo geht das hin? Okay. Ich kann an die Oberfläche. Nein. Ja, du darfst auch... Atari, ich kann die Selbstzerstörung drücken. Akkade, Mann. Ich brauche eine Münze. Da war ich ja eben. Nee. Hä? Warte mal, wieso kannst du das verschieben, wenn da nichts ist? Oder kann ich das hier gebrauchen? Warte mal. Kann man die Sachen hier kaputt machen damit mit so einem Stein? Also wenn er jetzt so rollen würde oder so, dann könnte ich mir das nicht vorstellen. Warte mal. Bring dir nochmal zurück, wo das Wasser ist. Oder die Kühle. Stell dir mal da rein. Hat sich das nur so komisch angehört jetzt? Guck mal, der Fisch passt da hin. Stimmt, das auch. Nee, weil ich hatte gerade das Gefühl, weil da unten ist ja auch dieser Riss. Ich hatte gerade das Gefühl, dass da eventuell... Oder stell dich... Nee, draufstellen kannst du dich nie, ne? Ich hatte gerade irgendwie das... Ich würde den da aber erstmal stehen lassen. Also ich denke mal, dass das mit dem Fisch wirklich so ein Hinweis ist. Jetzt komme ich aber nicht mehr durch. Ja, guck mal, das sieht aber so aus, als ob man das kaputt brechen kann, weißt du? Und vielleicht können wir das später durch oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich gehe da nochmal zu euch runter. Ach, ja, nee, aber wenn so du nicht. Da alles gemacht hast, sag mal Bescheid. Dann gucke ich draußen mal, was ich da noch machen kann. Also, vielleicht muss ich ja eine andere. Seid ihr noch hier irgendwo? Nee. Ich bin da runter. Ach so, ich bin ja ganz woanders. Vielleicht sollte ich nochmal die Zeitmaschine benutzen. Jetzt bin ich komplett woanders. Jetzt bin ich im Dschungel. Ah, Prehistory. My formative years. Okay. Ach so, ja, ich kann ja gar nichts. Ja, aber guck mal, ob es noch einen anderen Weg gibt dahin. Nee. Nee, da gibt es keinen. Geh mal runter und dann nach rechts. Ach, nee, da sind die Türen.
Ich dachte, vielleicht kann ich noch irgendwas von hier oben aus machen oder so, aber... Weil hier beginnt ja die Höhlentour. Also theoretisch wäre hier der Anfang sozusagen. Das heißt, wir müssen... Warte mal. Hey, da oben ist der Fisch. Siehst du das? Hm. Dann hatte ich doch recht. Da musst du das irgendwie da oben bestimmt kaputt kriegen, damit hier unten der Weg für uns geöffnet ist. Kann ja diesen Gülle da... Das ist ja irgendwie eine Tropfsteinhöhle, soll das ja... Oder Tropfsteindinger soll das ja sein. Mach du mal weiter. Also ich denke mal, du musst erstmal was machen. Da du jetzt quasi was komplett Neues hast. Was macht der denn da? Wer? Der Linke. Der Linke. Was steht der denn in der Dinosaurierzeit rum? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das der Urahn von dem Typ. Er hat doch gesagt, seit Generationen machen sie das schon. Okay, da komme ich doch durch, ja. Ego. Warte mal, über die Spiele, da? Was wie Stein, also wie ein Geräusch, Mammut, was könntest. Eventuell, ja. Also, finde ich zumindest. Ich finde, das sieht da vielleicht auch... Ach, guck warte mal. Kann ich das irgendwie... Aber das kann ich... Warte mal, ich versuche das mal zu verstopfen. Dann machen wir was anderes. Vielleicht muss man das ja irgendwie so zumachen. Jetzt kommt unten nichts mehr durch. Willst du nochmal wechseln, ob das euers ist? Ach so, ja doch, könnte ich. Warte mal. Siehst du, das ist frei. Das ist frei. Ach so. Ihr könnt durchgehen. Ja, jetzt wo du sagst. Ja, oben kommt ja nichts mehr runter. Also, ja. Ich würde dann aber, ich weiß es nicht, ich mach mal den Hillbilly, vorsichtshalber mal. Warte mal, der Hillbilly hat aber doch den Eimer. Vielleicht kann der da doch in das Ding da hinten was reinkippen. Das war doch bei dir nicht so, oder? Doch, doch. Nee, guck dir das mal an hier. Okay, nee, doch nicht. Weil du warst doch in der Zukunft. Ja, aber da darf nur ich hin. Ach, guck mal! Da ist was, da ist das Teil jetzt drüber. Hä? Da, ach, das ist doch die gleiche Höhle. Ich verstehe es langsam. Man muss wirklich Sachen... machen, die dann Auswirkungen auf die Zeit nahmen. Also auf, ja, aber auf das kann ich jetzt nicht zur Seite legen oder so. Ein bisschen. Da. Ja, aber dann kommt es doch immer wieder dahin. Hm. Und wir können ja nicht gleichzeitig beide... Deswegen hat er das auch gesagt, von wegen Auswirkungen auf die Zeit. Beziehungsweise mit den Auswirkungen, was der gesagt hat hier. Man weiß nie, welche Auswirkungen das hat. Hier passiert. Na, da ist die nicht rausnehmen. Nee, sagt er. Ja, man, wer weiß, ich könnte die ja theoretisch auch klauen. Ja, dann bin ich gefangen in der Zeit. Ja, ist ja nicht schlimm für mich. Boah, echt? Okay, das weiß ich Bescheid. Mhm. Hab ich gerade was gehört? Warte mal hier oben. Achso, zu diesen Tropfsteinen komme ich nicht. Da war ich ja schon. Da oben? Ist das ein Hund? Hörst du das? Ja, ja. Könnte sein. Also das scheint über alle gleich zu sein, über alle... Ja, ja, weil ich da ja auch schon war in dem Ding. Nee, mit einem schlechter Sieger, dieser. Hm. Kannst du die Zeitmaschine auch benutzen? Mach mal. Ja, aber ich komme da nicht durch. Dann komm mal zu mir. Dann komm mal zu mir. Ne, geh mal die Zeit. Was ist das denn da? Vielleicht war das der Hillbilly, der gewartet hat. Nimm die Zeitmaschine. Okay. Mach nochmal eine Zeitreise, dann bist du bei mir. Ja, jetzt seid ihr bei mir. Nee, ich bin da hoch, ja. Da hoch bin ich. Ja, aber soll ich zu dir kommen? Du hattest ja da oben nichts, oder? Ja doch, ich habe euch da reingebracht mit dem mit der Flüssigkeit doch. Ja, aber nichts, wo du mich jetzt für brauchst. Ah, stopp! Roll das weg! Genau, das meinte ich. Aber die Frage ist, wie lange muss man das machen?
glaube, das muss permanent so. Ja, genau, das ist das Problem, weil der Wolf liegt doch immer dahin. Ja, oder lass den mal so stehen und ich guck mal nach, was in der Höhle sich geändert hat. Nee. Ja, das geht ja nicht, dann rollt der automatisch wieder zurück. Ja, wenn du stehen bleibst da? Ich höre was, was nicht so gut sich anhört. Mangelnde Grazie. Naja, aber irgendwie hört sich das ein bisschen seltsam an, ja? Das hört sich an wie ein wildes Tier. Ja, da ist irgendwo ein... Was, das Rad ist immer noch gerade? Hog ahead of his time. Muss man das vielleicht hier runterwerfen irgendwo? Ja, wenn dann. Ja, schieb das doch mal da hinten in das Loch. Oder ja, da drauf. Ich guck erst mal, was da unten ist. Ich glaube irgendein Tier. Irgendwas. Ja, okay. Oh, pass auf. Ich gehe da mal wieder. Also, es könnte vielleicht sein, dass er lieber das frisst als mich. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ein bisschen komisch gemacht hier, dass er das da so halb drüber schießt. Ja, ich glaube, das ist kaputt gegangen. Warum wirfst du die? Das ist tatsächlich kaputt gegangen. Scheiße. Ja, super. Ich guck mal eben, was das liebe Tierchen mit mir anstellen möchte. Gar nichts. Kannst du den wegschieben? Kannst du den? Zieh den mal ran! Nee, zieh den mal! Kann ich nicht. Geh mal hinter den, kannst du hinter den? Kann ich auch nicht. Nee. Weil der muss, glaube ich, nach vorne kommen und in dem Moment musst du den Stein auf seinen Kopf werfen. Aber wie kriegen wir den wach? Den müssen wir wecken. Kann das sein, dass ich den wecken muss? Vielleicht sollte ich mal zu dir kommen. Ich könnte ja auch zu dir kommen. Also gut, das denke ich mal, das wird wirklich... Da haben wir ja, warte doch mal. Hatten wir ja nicht. Ne? Warte mal, ich gehe mal eben nach drüben wieder. Wechsel mal eben. Aber wie willst du denn nach drüben kommen? Ja, auch so lang, du kannst ja auch nicht irgendwie durch den Durch. War das hier? Ich glaube ja, und dann nach links, meine ich. Nee, hier war die Sicherung. Das war verkehrt. Ich muss aber auf jeden Fall so ein Ding runterklettern. Hier war's. Hi. Soll ich mal probieren, ob ich den wecken kann? Also, das sieht ja so ein bisschen aus, als ob das speziell was für dich ist. Aber du kannst doch nur durch den durchschweben. Das ist so groß, da kommst du ja nicht an. Das meine ich. Kannst du nicht schieben oder ziehen oder so. Hey, also wir brauchen irgendwas, was, glaube ich, Lärm macht oder irgendwie... Nee, vielleicht musst du in eine andere Zeit reisen, könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Ja, aber warte, dann ist die Höhe... Oder muss der das Wasser auf den Kopf kriegen, damit der wach wird? Ist das nicht da rechts gewesen? Oh. Dann holen wir den Hillbilly auch nochmal. Wir haben doch... Ach so, der hat ein Wasser, einmal, der hat ein Mais. Der Rose, der hat gar kein Wasser. Hm. Ey, ich rede ja auch von der Stelle, wo ich eben dran war. Ach so, mit dem Rollen? Ja. Das hier? Ja, aber das ist nur... Ja, aber das geht ja nicht komplett runter. Wir müssen wahrscheinlich was sprengen oder so. Warte mal. Wechsel mal eben und wechsel jetzt nochmal zurück. Okay, ja, er bleibt so, er hält das fest. Also das lassen wir mal so, lass den mal da stehen. Aber ich
Also, es sieht so aus, ob wir das da drunter irgendwie sprengen müssen. Aber wir haben ja kein Dynamit hier oder so. Also, hier kommt dann nichts an. Jetzt gehe ich aber mal, ich gehe mal in die andere Zeit. Ich muss mal was gucken. Vielleicht muss ich ja da was machen. Warte mal. Du riechst nicht mehr, ne? Nee. Ach, ich muss, ja, ich muss stinken. Ja, der hat doch irgendwas, ich weiß nicht mehr was, aber du riechst wie ein Dinosaurier, hat er doch gesagt. Ja, ja, genau, das muss, ich muss in der Zukunft. Aber wann hast du den Gestank verloren? Als du die Zeit gewechselt? Nee, als ich gestorben bin. Echt? Ich glaube ja. Okay. Oder? Nee, oder als ich gewechselt bin. Aber geh da noch nicht ganz runter, weil ich kann den Stein ja nicht auf den Kopf werfen. Falls das funktioniert, ich weiß es ja nicht. Ich guck mal gerade, was da hier, ob hier was passiert überhaupt. Weil. Ist hier jetzt irgendwas anders? Nein, hier ist nichts anders. Außer, dass da eine Leiche liegt. Irgendwie liegen überall Leichen rum, ne, wenn man irgendwas gemacht ja. hat. Okay, den Schlüssel lasse ich mal. Ich hole mir nochmal den Dino. Ist das hier gewesen? Nee. Ja, ich gebe zu. Nee, dann ist aber auch den Überblick. Nee, ist eine tiefer noch. Ich muss noch tiefer. Oh, das ist tot. Ja. Das ist die Stelle, wo der... Ja, wo ja der genau, da muss ich das unterwerfen. Guck mal, da ist jetzt auch einer. Ja, ja. Ich denke, dass der vorher nicht da war. Und deswegen haben die das auch hier unten hingestellt bestimmt. Weil das ist die gleiche Stelle wie da, wo der Dinosaurier war. Ja. So im Nachhinein klingt es irgendwie logisch. Also ich denke mal schon, dass das das ist. Was war hier nochmal drüben? Na, gar nichts. Okay. Ja, nee. Also nichts mehr, sagen wir es mal so. Aber jetzt nicht sterben. Nee, ich bin eben auch einmal gestorben. Da hat es das auch nicht ausgemacht. Es muss irgendwas anderes sein. Ich denke mal... Ach nee, ich darf den Charakter nicht wechseln. Wenn ich den Charakter wechsle, ist es weg, glaube ich. Ja, das ist aber schlecht, weil du musst den gleich kurz wechseln. Beziehungsweise ich muss ja da noch hinlaufen und alles. Nee, du solltest schon mal den Stein gleich holen, wenn ich komme. Ja, jetzt. Ja oder nee, jetzt. Wenn ich... Ja doch, wenn ich wenn du zu mir gehst, dann wechselst du den Charakter. Ich smell nicht mehr, oder doch? Doch, doch. Das ist die Planfarbe hier. Ich stinke. Schätze, das ist normal. Boah, das ist normal. Ja, du riechst wie ein Dinosaurier. Aha. So, jetzt hol du schon mal den Stein rüber. Ja, kann ich ja, erst wenn du hier bist. Why not hog make wheel work? Warte, nicht nach unten, sonst kann ich es nicht machen. Ich weiß. Stopp. Aber dann muss ich mich... Er kommt! Ach, der ist in dich verliebt. Ach, der Arme. Und ich hab ihn umgebracht. Oh, du bist Dinosaurier, Leute. Ich wollte gerade Schwein sein. Das war bestimmt der letzte.